Und Ihr Vorgesetzter im Hotel war ja auch bei der Stasi. Ja. Wussten Sie das schon während Ihres Arbeitsverhältnisses? Ich wusste es nicht hundertprozentig, es war Stadtgespräch. Und zwar konnte mir das zusammenreimen, man konnte sich ungefähr auch zusammenreimen, wer für die Stasi arbeitet. Und zwar folgendermaßen. Er war Angestellter beim Rat des Kreises. Und dort beim Rat des Kreises wiederum waren auch nur die Zuverlässigsten. Dort musste man, also das sind zuverlässige Leute, die in dieser Institution hier arbeiten. So, und er kam dann zu uns so, und bekam dann auch solche Aufgaben, zum Beispiel als, er war gelernter Kellner, hat zum Beispiel mit seiner Frau als Aushilfskellner in Ungarn gearbeitet oder eingesetzt. Ebenso hatten wir Kellner, Ungarn-Kellner, die bei uns arbeiteten. Und zwar ganz geschickt aus diesem Grund. Es war ja dazu bekannt, dass viele Westdeutsche sich getroffen haben in Ungarn mit unseren Leuten, die da hingefahren sind in Urlaub. Und deswegen hat man diese Kellner eingesetzt. Dort, das wusste keiner. So, und die haben dann gehorcht, da hier wird da gesprochen. So, und wenn die nach Hause kamen, meistens, da wurden die schon hier erwartet. Was bedeutete das für Sie, diese Vermutung, dass er für die Stasi arbeitet? Ja, was vermutete das? Man konnte darüber gar nicht groß überlegen. Wie gesagt, das waren alles Tatsachen. Und so man sich damit abfinden musste, was man hinnehmen musste, um einen Arbeitsplatz zu haben, um Geld zu verdienen. So, und ich habe dann auch, wo das gewesen ist, dann war zum Schluss noch mal in Eisenach, in einem großen Hotel im Kaiserhof, war eine Gesamtversammlung von der ganzen NAO praktisch. Die Verabschiedungsveranstaltung, will ich mal sagen. Und da saß vorne im Präsidium, saßen noch die Leiter von uns früher von der O, von der Geschäftsstelle von ihr. Und die neue Gewerkschaft jetzt, die war auch schon dort vertreten. So, und dort bin ich aufgestanden und habe dort gesprochen und habe dort gesagt, meine Worte, dass normalerweise wir sind entlassen worden, ich bin entlassen worden, aber es hätten müssen erstmal andere entlassen werden, die hier überhaupt nicht zu sitzen haben, schon gar nicht im Präsidium. So, und natürlich kam ein unheimlicher großer Beifall. So, wo ich rausgegangen bin, kamen viele und klatschten mir auf die Schulter und sagten, hier, das hast du gut gemacht, das war richtig. Aber es hatte keiner den Mut, immer noch, es bestand immer noch die Angst, weil die Leute hatten immer ja noch die Macht über die Betriebe und lange die Macht. Und es hat sich ja in meiner Sache auch gezeigt, haben bestimmt unbequeme Leute, die unbequem sind, die die Vergangenheit kennen, die werden zuerst entlassen und liegen zuerst auf der Straße. Und deswegen hat jeder gesagt, ich sage dazu gar nichts, ich will möglichst, dass ich Arbeit habe und dass ich Geld verdiene.